entscheide dann über sie Platzierung. Jetzt fährt der E8. Der BMW. Mit dem Opel GT. Der Liste. Der damals mit dem Zoster war von Sieg zu Sieg fuhr. Jetzt haben wir Andi Hoheisel. Andi Thomas Roth. Startnummer 900. Harald Helg aus Bayreuth mit dem Lancia. Startnummer 785. Die haben wir alle nicht für uns. Ja doch, das war Manfred Klöckner aus Senneritz. Nee, das schon auch. Wenigstens den Rico Bayer noch mitgekriegt mit der Startnummer 93 mit seinem Lada Kombi aus dem Jahre 1994. Und Thomas Sachs aus Erfurt mit der Startnummer 100 mit diesem blitzsauberen, immer wieder fantastisch hergerichteten Polske Fiat 1500. Ja, und der erste, der gefahren war, war der Roland Prüfer mit seinem. Rudi Seifner mit dem Opel GT. Eines der schönsten Opel-Autos aller Zeiten, muss man sagen, dieser GT, Startnummer 97. Thank you.
Ich bin der Meinung, dass wir hier alle mit der Ruhe. Wir haben hier den Leistungsrahmen und den Leistungsrahmen.